Gut, das war jetzt wichtig. Ah, jo, eine Motte! Ach, die Motte, schau mal da. Aber mit dem Feuerstab geht ihr, glaube ich, recht schnell. Ja, aber guck mal hier. Da bewegen der Boden wie fies. Ja, und hier, Alter, das ist ein reiner Tötungsraum. Guck dir das mal an. Wow. Das ist echt brutal, Mann. Schon tot? Ja, yeah, also gut gemacht, ey. Ganz ehrlich, Respekt. Ein Herz verloren. Und das war nicht mal die Motte. Ey, wir haben die zweite Reihe an Herzteilen angefangen. Ja, stimmt. Ja. Yeah. Und wir geblaberer Text. Und wir sind im fünften Part nach der Aufnahme. Oh yeah. Das ist dann, Moment, wir hatten 14 Parts hochgeladen. Also der 19. Part, glaube ich, war. Ja, ja, 19. Dritte Mal. Oh mein Gott, wir werden wieder vollgeschwärzt. Markus, du hast mich aus den Klauen der Ungeheuer befreit, das sagt jede. Ich bin dir auf ewig dankbar, bla bla bla, bist nicht die Erste. Hast du von der Prophezeiung der Großzerstörung gehört? Sie lautet folgendermaßen. Gerät das Zweifels in die Gewalt eines dunklen Herzens, soll er ein Held erscheinen. Das bin ich. Du Held. Jener allein wird sich dem stellen, der die große Zerstörung hervorgerufen hat. Kanon. Wird der Held jedoch bezwungen, ist die Welt der Herrschaft des Bösen ausgeliefert. Weltraum und Alternativ. Nur ein Mitglied der Ritter von Hyrule, der Königswache, kann zum Helden auserkoren werden. War ich ein Ritter? Du bist ein Ritter. Mein Vater war ein Ritter, glaube ich, oder? Ja, dann musst du ja auch ein Ritter sein. Ja, oder ich wäre irgendjemand anderen geworden. Du stammst aus ihrer Ahnenreihe, nicht wahr? Du musst zu Prinzessin Zelda unter allen Umständen retten. Ach, ich kann das sogar machen, dass der Text schneller kommt. Finde ich schön. Möge der Weg des Helden jetzt bei zum Zweifels führen und wir werden aufgefüllt. Du. Ah, guck mal, 30 Pfeile, 930 Rubine, 10 Bomben, nur die Hälfte an Energie wird uns abgezogen und die zweite Herzchenreihe angefangen und viele Items. Bang. Sehr gut. Was Mann, passiert, so wenn... geil so durchrennst, Mann. Du hast jetzt so 2 Dungeons gemacht. Aber, ich hab mal eine Frage. Denk mal jetzt in der Lichtwelt. Da geht's hier zum Masterschwert. Ja, kann gut sein. Dupdi-dupdi-dup, dann ist man hier mitten im Wald. Wenn ich jetzt in die Lichtwelt gehe, bin ich mitten in den Bäumen, oder? Nö. Weißt du, das ist ein bisschen dann verzögert, einfach so vom Bild. Och, Mann. Ja, ein bisschen im Wald kann man stehen. Stell dir mal vor, wir können doch bleiben und dann so neben rumlaufen. Mir wäre auch nicht schlecht. Ja, cool, ja. Kann man die auch damit besprühen? Alter! Was ist das? Lebendes Gemüse. Cool. Mein Gott, wie geil. Ja, der vierte Dungeon ist hier ja direkt. Wollen wir den direkt machen? Wo ist er dann? Ach, Kakariko, ne? Ja, auf geht's. Und das hier war ja schon Labyrinth, aber der vierte Dungeon, ey, boah, ne, ey. Das ist schwierig. Das sind echt nur Räume überall, jeder Raum führt woanders hin. Pures Labyrinth. Komm, auf geht's. Aber ich hab, wenn ich mir eins aus meiner Kindheit gemerkt habe, dann das, wo der große Key ist. Gut, immerhin. Ja, wichtigste eigentlich, ne? Halbes Herz, Alter, fick mich. Fick dich, nein. Bin ich jetzt wieder da oben, wo der Boss war? Das ist einfach, Pyramide, ich kann ja machen. No. Wofür hat man's? Die führt uns direkt, stimmt. Die führt uns direkt zum Tempel, nur in der Lichtwelt. Nur, dass hier kein Warpile ist, aber... Der ist ja direkt hier oben. Wird angeschrieben. Kannst ja zurückschreiben, du kannst ja... muss ja nicht spielen. Ja, okay. In Steam bin ich offen, in Skype beschäftigt. Wenn ich da angeschrieben werde, merke ich es nicht. Okay, also ich krieg alles mit.
Ja. Aber dieses Lied hat echt den geilsten Soundtrack der Welt. Und zwar den in der Dark World. Ich soll der sage, er liebt dich, wie heißt er dann jetzt nochmal? Komarami. Genau, er, ja. Hat er dich jetzt während der Aufnahme angeschrieben? Er hat mich jetzt gerade angeschrieben, hat gemeint, ich soll dir doch bitte sage, er liebt dich. Ich liebe dich auch. Das werde er dann hören, wenn er das Video guckt. Und wenn ich es nicht hochlade? Du wirst es tun. Mir fällt gerade was ein. Ja, bitte. Hier. Ist mir so spontan eingefallen. Ich weiß nicht, wie ich zurückkomme auf... Ah, hier. Okay. Jetzt bin ich schon drin. Oh, was gibt's hier? Noch mehr Geld und eine Bombe! Ah! Was für eine Bombe gelegt? Wieder weg von der Bombe. Ich drück das sonst zu oft. Geld! Geld! Unsere Tasche ist voll! Oh, Mann. Wurde aber auch Zeit, ne? Herzteil, 3/4. Oh yeah, 3/4 ist sehr cool. Noch eins. Ich wette hier, Combat Army versucht jetzt die nächsten Tage so jeden Part gucken und endlich, oh Mann, wann komme ich denn endlich vor? Ich schreib's ihm gerade, damit er dabei ist. Jetzt muss er bloß noch warten, bis der Part hochgeladen wird. Sag ihm mal Part, Moment, 14 haben wir hochgeladen und jetzt sind wir wieder im 5. Part. 19. Part müsste es sein. Drachenstatue heißt das Dungeon. Und da ist auch schon unser Boss-Key. Und du siehst ja auch gerade ähnlich, also von daher. Oh Mann. Also ich weiß, wie man zum Dungeon-Key kommt. Das ist zwar ein reines Labyrinth, aber ich weiß es. Und zwar einmal im Kreis laufen. So, rechts dann hier wieder runter. Oh Moment, ich sehe nichts. So, jetzt bin ich wieder. Wo bist du gerade? 4. Dungeon. Mann, ich krieg überhaupt nichts mit dem Spiel mit. Da war ein Bunny-Teil. Und Master Key. Oder Boss Key. Schön. Das weiß ich noch, so einmal im Kreislauf. Da oben ist, glaube ich, Kompass-Karte oder so. Wollen wir holen? Also, du kennst meine Meinung zu Kompass und Karte. Ja, ich bin Bunny. Ich war Bunny. Hey, Sven. Ich nenn's Bunny. Hey, Sven. Kompass. Wo haben wir dich denn, Boss? Da vorne. Also, das ist wirklich einfach nur ein Labyrinth. Mehr ist doch nicht, aber... Mir fehlt doch der normale Schlüssel. Also ich denke mal, dafür, dass ich im ersten Tempel so sehr gefailt habe, habe ich das jetzt doch wieder ausgeglichen, oder? Mit zwei... Ja, auf jeden Fall. Mit zwei Palästen mal eben, aber... Du hast echt gut gemacht jetzt, also ganz ehrlich, im Vergleich zum ersten Dungeon bist du jetzt echt gut. Danke. Und dafür brauchen wir einen kleinen Schlüssel, das ist eine Big Boss Key Tür. Und wir sind jetzt beim Boss, wa? Wäre cool. Ich bin im Bossraum. Ehrlich? Ja. Oh, lässig. Nur kein Boss da. Noch lässiger. Das ist so dieser Geistertempel, nenne ich ihn mal. Ach, da war ein Schlüssel. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Denk einfach an das Wort Geist und überleg mal, was der Dungeon so sein könnte. Den Dungeon kenne ich auch noch. So langsam fallen mir alle Dungeons wieder ein. Ich meine, klar, ich habe mich ein bisschen erkundigt und so. Aber nur so wie, wo die ganzen Items sind und so. Was die Dungeons angeht, habe ich mich nicht erkundigt. Und mein Gott, die sehen brutal aus. Kann man die nicht irgendwie töten? Doch, kann man. Ja. Ey, ich mache mir mal eine Fee, ne? Diese roten, unsichtbaren Teile sehen aus wie diese X-Parasite bei Metroid. Zero Mission, Fusion. Ja. Komm her, ja, ein bisschen. Ich will eine Fee haben. Okay. Nein, ich hab sie eingesammelt direkt. Ach, verdammt. Oh, wo muss ich hin, Leute? Ich hab keine Karte. Ach, toll. Ja, hier schon mal nicht. Oh. Ja, das Mittelstück kann man, denke ich mal, hochlaufen.
Boah, ihr bringt einen aber auch alles um. Ach ja, schön. So. So, wir sind jetzt schon auf dem höchsten Stockwerk. Fee! Fee, kommst du? Fee! Ja, was sind das eigentlich für coole Viecher da im Bottom? Kakerlaken. Heuschrecken, Kakerlaken, Viecher. Genau. Cool. So, ich dieser Fische rum, das finde ich auch cool. Dieser Raum, da müsst ihr das eigentlich sagen, so was Boss ist und so. Müsst ihr mir das was sagen jetzt, ja? Aber wir okay, es ist irgendwas mit Licht zu tun. Geist, wo durch Licht zur Schade kommt? Geil, Licht auf Geist ist schon mal gut. Ja, ebenso. Aber dadurch kriegt er keinen Schaden. Aber er wird sichtbar und du kannst eine Hitte. Er ist auch vorher sichtbar. Ah, dann irgendwas mit dem Licht hat's aber zu tun. Ja. Und ich gebe dir einen Tipp, vielleicht hilft das deiner Erinnerung. Wir sind gerade im Raum über dem Bossraum. Und da ist Licht. Also musst du es freispringen, damit im Bossraum Licht wird. Genau. So, jetzt haben wir da Licht im Bossraum. Und zum Beweis hier, das war direkt über dem Bossraum, sieht man's? Hier mit meiner schönen, fast unsichtbaren Maus. Da. Und da. Ja, ich liebe diese Maus. Seitdem ich Let's Play habe ich diese Maus. Fällt vor allem in Minecraft auf, das sieht man ja manchmal so, wenn man Escape drückt. Ganz viele Totenkopfschlangen will ich alle nicht. Ich hab sie alle wieder eingesperrt? Ey, krass! Sieht cool aus, hast du gut hier geredet. Das ist ja am Anfang auch so, nur dass ich das wieder hinbekommen habe, hätte ich nie gedacht. Ja. Oh, ja, schade. Ich muss das nochmal machen. Schade. Ich überlege gerade, ob man hier schon das Level 3 Schwert haben könnte, weil so nach dem dritten Palast. Ne, warte, nein. Ich muss ja nicht warten, bis ich da die Bombe im Laden kaufen kann. Das ist ja das Level 4 Schwert. Ich muss warten, bis ich dieses Kraft-Handschuh-Dingen habe. Kriegt man das hier? Nein. Oder? Doch, das könnte sogar sein. Jetzt, wo ich den Stein hier sehe, den man da nicht hochheben kann. Doch, kann man. Ja, ja. Doch, ich kann ihn schon hochheben. Okay. Aber vielleicht krieg ich's trotzdem, ich weiß nicht. Ich krieg keine Rüstung, das weiß ich. Und ich krieg... Doch, das muss hier sein. Ich kann mir das gerade nicht anders erklären. Das muss hier sein, das mit dem Ding. Links geht's zum Item, ne? Ja, da geht's zum Item. Ich muss jetzt hier rechts lang. So. Hier ist nämlich mal was anderes in dem Dungeon, ne? Weil hier findet man die Might nämlich nicht, wenn man den Boss besiegt, sondern hier ist die eingesperrt und wir müssen die hier rausbringen, verstehst du? Moment. Alter, das sieht aber cool aus. Das wusste ich auch nämlich, dass es so ist. Das ist nur total cool. Warum das? Ich weiß es einfach. Was denn? Ich weiß es einfach und ich will nicht spoilern. Ach, weißt du jetzt, was der Boss ist? Ja. Okay. Ich wusste irgendwann. Ich wusste, bevor wir beim Boss im Fels den rein. Ich bin dir sehr dankbar. Du hast mein Leben gerettet. Begleite mich nach draußen. Normalerweise sagen die aber immer, ich bin dir auf ewig dankbar und irgendwie sowas. Komisch, ne? Oh mein Gott, wir müssen uns beeilen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt bin ich mal gespannt, was es ist. Jupp, Titanhandschuh, aber wir müssen uns beeilen, damit wir hier nicht runterfliegen. Yeah. Sonst müssen wir runterfliegen und auf die Weise hinkommen. So, dann können wir uns unser Level 3 Schwert endlich holen, unser wohlverdientes Level 3 Schwert, wohlgemerkt. Ach, verdammt. Das Level 3 Schwert ist cool, das leuchtet so schön orange. Das Level 4 Schwert ist zwar auch cool, so golden, aber mir gefällt das Level 3 Schwert besser. Okay. Wo bin ich? Das sieht aber echt fies aus, die Räume. Ja, vor allem, das ist so ein Raum, du kommst rein. Hatten wir, glaube ich, im zweiten Dungeon in der Lichtwelt da, Wüste irgendwas.
So ein Raum, du gehst rein, musst alle Gegner töten und kommst dann erst wieder raus, Raum. So ein Raum ist das. Hm. Also so ein kompletter bringt gar nichts Raum. Ein kompletter bringt gar nichts Raum. So. Immerhin ist die Nutte da schnell genug, dass er hinter mir herkommt. Die was? Die Frau. Das fängt wieder an. Ach ja, stimmt, ja, da war mal was. Die Kiddies, Mann, die Kiddies, denk an die. Ach cool, sofort den Schalter gefunden. Schön. Was meinst du, soll ich einfach rausgehen oder zum Bossraum gehen, wo ja eh nichts ist? Ich würde mal zum Bossraum gehen. Meinst du? Na, okay. Ja.